Hallöchen, willkommen zu einer neuen Folge Astria Ascending. Wir sind im Stiertempel letztes Mal angekommen, haben das Astray besiegt, eine etwas härtere Nummer. Der hat Regena gezaubert nämlich. Und dann sind wir letztes Mal am Anfang des Stiertempels da unten runtergeflogen, aber man hat keine andere Wahl, sonst kommt man hier oben gar nicht hin. So, und dann können wir da rein. Der Tempel hat auf jeden Fall etwas gruselige Grundstimmung, würde ich mal sagen. Was ist das denn für ein Riesenraum? Okay, wir gehen mal nach links hier hin. Also rechts war eine Tür halt. Aber links ist halt so ein riesiger Raum. Und ja, dieser Ort gefällt mir nicht ganz so, weil die Mobs etwas nervig sind. Der Löwe da zum Beispiel kann mich betäuben. Hat er zum Glück nicht gemacht. Trotzdem ist das keine coole Aktion von ihm. Thunder. Als ob das nicht reicht. Er hat doch einen Charakter betäubt. Ich hab's bloß nicht mitbekommen. Ulan ist betäubt. I'm ready. Excuse me? So, einer schon mal weniger. Will den da weg haben. Thunder. Ready. Ja, die ist betäubt, das wird nix. Let me help. Ah, nee. Das lassen wir weg. Das nutzen wir besser mit Dagmar. Ja, die ist betäubt. So. 7000 mit 3, okay. Mal merken. Ich komme doch hier nicht zurück mehr, wenn ich runterspringe. Ich schaue mir erstmal an, wo die... Aber hier führt nirgendwo was hin. Ich muss zurück können. Oder? Oder vertue ich mich da? Nee. Hier geht's in eine Grube. Ich nehme mal stark an, dass man oben noch weiter jetzt hinkommt, um zurückzukommen. Ansonsten wäre das ja ziemlich arschig. Die Frage ist, was habe ich davon, hier hinzugehen? Also durch die Tür geht's safe weiter, weil das hier eine Sackgasse ist. So wie der Raum aufgebaut ist. What the fuck? Diese Tür ist nicht eingezeichnet! Wo führt die mich hin? Ach so. Ah. Jetzt bin ich maximal verwirrt. Du Schweinepriester hast Dagmar genommen gemacht. Ich mag ihn nicht. I'll take you all on. Like that? Hey! Look! War nicht klug, dass ich Dagmar den Boost weggenommen habe. Let me help. Light.
My turn now. Ich hab einfach. Ich hab zu wenig. Ja, gleich der Punish dafür, ne? Dass ich zu wenig gemacht habe. Was zum Teufel? Ich bin in Schlamm. Gefällt mir das? Nein! Jetzt runter, okay. Achso, das sind Spinnennetze. Die mich langsamer machen. Ah, da gibt es bestimmt noch Bretter, die runterfallen. Zef-Panzer, okay. Die habe ich schon ausgerüstet. Ne? Und sonst kann das keiner tragen. Ne? Schade! Ja, das soll mich langsamer machen. Und den Sprung versauen. So, und jetzt muss ich in die Tür rein. Weil ich komme verschissen nochmal nicht zurück. Okay. Der Raum ist so weird aufgebaut. Was soll das? Hier komme ich schon wieder nicht zurück. Da unten ist eine Höhle allerdings. Stay alert. Lucky. Light. Lucky. I'll take you all on. Ich hasse diesen Käfer. Regeneration zackt. Der Vorteil ist, wenn es mehrere dieser Viecher sind, dann kann ich durch Echo genug KP-Punkte aufbauen. Das ist schon wieder ein Point of No Return. Wollt ihr mich verarschen? Das habe ich irgendwie erwartet. Ich muss heilen. Ich hätte gerne mit Echo angegriffen. Aber Ulan ist zu schwach. Vor allem, wenn sie so wenig KP hat, dann kann ihre Fähigkeit auch nach hinten losgehen. Dass die andere Charakter natürlich verteidigt. Leider kein zweites Mal. Tötest du? Um 200 Punkte nicht. Echo ist in seiner Heilspirale leider gefangen. Ich kann mit ihm nicht angreifen. So, jetzt wird das eher was. Das Vieh muss auch weg. Thunder.
Ready. Let me help. So. Kann Echo endlich zuschlagen. Natürlich schlägt er daneben. Wieso macht das auf einmal so viel? Der krassere Zauber hat eben nicht ansatzweise so viel gemacht. Ne, das ist eine normale Wand. Das ist ein Point of No Return, das ist scheiße. Und links genauso. Du musst doch irgendwie zurückkommen können. Oh, was für eine Scheißgruppe ist das denn? Der KP will sich ausgleichen. Ah, nee. Fällt mir gar nicht. Take this. Hör auf! Sorry. Ja. Auf der einen Seite will ich mit Echo angreifen. Obwohl, der tötet nicht. Auf der anderen Seite Duck mal wiederbeleben. Ja, ich hab's mir gedacht, dass er nicht tötet. Muss mal einen Konzentrationspunkt passen. Und Dagmar, macht sie bitte alle kalt. Na, Konzentrationspunkt ist gar nicht nötig, aber. Ja, die geben auch 20. Ich komme schon wieder nicht zurück. Ich hasse es. Und dieser Tempel ist so endlos groß. Das ist ein Riesenraum hier. Und ich habe das Gefühl, ich komme nicht vorwärts. Okay, hier geht's weiter, hier geht's weiter. Es gibt 10.000 Wege. 10.000 Wege! Wo geht das hin? Ah, das geht einmal in einen anderen Raum. Wo zum Teufel bin ich? Ist das wieder der Ausgangspunkt? Ah, so kommt man zurück! Das ist ja nett von Spiel. Okay, dann checken wir jetzt erstmal die rechte Tür ab, bevor wir da wieder hingehen. Das ist ein richtiger Weg. Hier ist ein Portpunkt. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ah ne, dann lande ich da. Ja, ist ein bisschen kacke aufgebaut. Der Vorteil ist, die Dissonanzen bleiben weg. So, ich gehe mal jetzt nach links. Eben bin ich ja nach rechts gegangen.
jetzt nicht weiter. Ich nehme mal an, hier... Ah, da ist ein Schalter. Und eine Säftrüstung. Plus 4 Verteidigung. Das kann er dann auch tragen, ne? Er ist nicht ganz so gut da aufgestellt. 116, 126, ja. Passt. Was passiert mit diesem Knopf? Es erscheinen Plattformen. Und eine Dissonanz, warum auch immer. Es ist einfach nur ein Rückweg wahrscheinlich, ne? Ich hasse diese Viecher mit ihren scheiß Regenerationszauber. In jedem Dungeon gibt es irgendwie, was mir extrem auf die Nüsse geht, ne? In den letzten Dungeon waren das diese Viecher mit ihren scheiß Dings. Mit diesen scheiß Todeszauber. Und jetzt diese Regeneration, die nervt richtig. So, jetzt hat es wahrscheinlich, sag mal, also langsam hackt es, ne? Ich glaube, ihr seid nicht ganz edel hier. Wieso kann die Konzentration nicht passen? Weil ich minus 1 KP habe oder woran liegt das? Brutzel das Vieh! Yay! Aber ich werde wenigstens stärker. Hallo Leute, ich stand da nicht mal drauf und der ist runtergefallen. Seht ihr das? Hallo? Also ich fühle mich ein bisschen verarscht gerade. Stell dir mal ein bisschen weiter weg. Ich kann nicht darauf! Das ist doch übelster Betrug. Ich fühle mich verarscht. So. Du berührst das. Du stehst nicht mehr auf der Plattform und sie fällt schon runter. Welcher Entwickler ist da denn für verantwortlich, hä? Gleich zur Rechenschaft ziehen. So, die Tür war rechts. Links war ich nicht. Ja, weil ich nicht runterspringen wollte. Aber machen wir mal. Ich weiß, warum ich nicht runterspringe. Das ist hier wieder. Okay. Okay, okay, okay. Langsam verstehe ich, wie es hier aufgebaut ist. Also ganz, fast die ganze Folge hier drin verbringen, ne? Wir sind bei 20% heute angefangen. Ich habe erst 15% erreicht. Mhm. Hier ist gleich der Safe. Nee, nee, nee. Ich will mich erst wieder schnell bewegen können. Ansonsten gehe ich da nicht drauf. Ja, ist klar. Ihr seid Wichser. Ich darf nicht zu lange hier drauf stehen bleiben.
So, was sagen meine MP denn? Noch alles im Rahmen, ich brauche nicht. Es ist wieder so ein groß aufgebauter Raum. Gefällt mir das? Natürlich nicht. Time to fight! Time to fight! Und es ist wieder so eine asoziale Gegnertruppe! Ich hasse die Blauaugen! Alec, wenn du so weitermachst, müssen wir ein ernstes Gespräch führen, ne? Das geht so nicht weiter. Könnt ihr bitte aufhören, auf Dagmar zu gehen? Danke. Lucky, I'm ready. Light. Excuse me. Let's see. Thunder. Aber 20.000 ist schon fesch. Jetzt fliege ich irgendwo runter. Oder? Nicht? Kann man runterfliegen? Nee. Ich hätte jetzt gedacht, das Spinnennetz geht kaputt. Aber geht anscheinend nicht, oder? Kann ich runter? Nein. Okay, hier ist ein Eingang. Okay, dann ist der Raum tatsächlich nur so groß aufgebaut. Oh Mann, ich hasse das, ne? Warum werden mir Türen in Dungeon nicht angezeigt? Rätseltime. Okay, das ist was Simples. Okay. Plattform, die runterfallen. Lass mich raten, ich lande in der... Achso, ich lande hier wieder, okay. Achso, deswegen ist der Raum so groß aufgeteilt. Trotzdem finde ich das scheiße mit den Türen, dass die eigentlich angezeigt werden. Okay, ich muss den Stein runterholen. Jetzt sind wir in kleiner Rätselecke. Zum Glück ein Brett, was nicht runterfliegen kann. Ein bisschen brutzeln, Stein runterholen und ich muss das Netz kaputt machen. So, rein mit. Ich habe gesagt, rein mit dir. Ja, da scheinen wieder Plattformen, die kaputt gehen, wo ich runterfliege. Ich liebe es. Es ist ein toller Ort hier. Let's fight! Ein ganz toller Ort. Let me help. Light. Excuse me? My turn now. Wir haben jetzt vor allem noch zwei Folgen, wenn wir wahrscheinlich nicht mal die Hälfte geschafft haben. Eis. Was besonders traurig ist. Ready. Tempest.
I'll take you all on. Ach komm schon, Alter! Thunder! Go! Let me help! Light! It's finished! So, nächste Tür, die mich wahrscheinlich noch höher bringt. Ne? Ja, ich bin immer noch in den gleichen Kackraum. Das ist doch safe eine Mimik. Ah, nein, Achilles. Das ist ein Schild, den ich glaube ich schon habe. Ja. Kann ihn irgendwie anders tragen noch. Ja, die Ausrüstung ist ziemlich gleich, die man findet in den verschiedenen Tempeln, aber ist auch klar, man kann jeden Tempel zu jeder Zeit besuchen. Also mit jedem Tempel anfangen. Da geht's wieder runter, habe ich keinen Bock zu. Neue Dissonanz, die mir auf den Sack gehen wird. Ich hasse diesen Ort. Ich bin ja mal gespannt, was für Charaktere wir hier treffen werden. Am Ende des Tempels. I'll take you all on. In Sumpf, da haben wir ja die Pesca. Dann werden hier wahrscheinlich Leute aus Ranta sein. So, die Feuerbitch ist schon mal weg. Let me help. Light. Excuse me? Like that. Let's see. Thunder. Ja, beweg dich mal ein bisschen schneller. Also diese Spinnennetze finde ich auch so stark unnötig hier, ne? Ja, es geht wieder höher. Langsam leicht ist. Langsam kann ich in den nächsten Raum kommen. Weil ich kriege keine Prozente dazu. 9% will ich heute noch schaffen, dafür wenigstens die Hälfte haben. Dafür überziehe ich auch. Ich werde es heute sowieso ein bisschen auflöffeln am Ende der Folge. Haben wir wieder schön 40 Minuten Part. Also passt. Lucky. Also mit den Erfahrungspunkten, das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir werden mit den Nahkampfcharakteren definitiv mit 4000 HP oder so hier rausgehen. Und die Magier werden so 3000 haben. Das ist sehr, sehr cool. Und das ohne HP-Felder, sondern einfach nur durch Level. Aber Dagmar nicht. Dagmar hat nur 2-3. Das wird nicht über 3000 sein.
turn now. Look. Scheiß Regeneration. Ich bin so froh, wenn ich dieses Vieh los bin. Eis. Zauber bitte zweimal. Einer wird nicht reichen. Natürlich nicht. Und dann kann auch Regeneration, allerdings nur auf einen einzelnen Charakter. Auf die Gruppe. Das wäre OP. Das sieht man ja bei den Gegnern. Einfach mal for fun den Cosmo-Brecher benutzen, weil man die Schnauze voll hat. Ja, ist ja gut. Beruhig dich. I'll take you all on. Ready. I'm fine. Win. Go. Sehr gut, wir lesen einer weg. Regeneriert der bei jedem Konter? Go. Ja, der regeneriert bei jedem Konter. Was soll denn der Schrott? Alter, bei jedem Konter regeneriert ist auch frech. Ja, zack! Der Angriff ist zunichte, weil er einfach regeneriert! Sag mal bitte zweimal! Ah ne, reicht, okay. So, jetzt kann ich mal auf diesen verkackten Raum hier rauskommen! Okay, was ist das? Ach so. Ah! Hier war ich schon, da ist eine offene Kiste. Dann weiter runter. Ich will ganz nach unten. Wo das Spinnennetz war. Hier war ich noch nicht, ne? Hier geht's raus. So, wie viel... Ich will wissen, wie viel Prozent das macht. Ja, 44. Toll. Ja. Die Dissonanz haue ich noch um. Dann beenden wir die Folge. Beziehungsweise ich werde noch auflöffeln. Ah ja, ein Anfang des Spiels, die Dungeon, fand ich, hatten so die perfekte Länge. Je weiter ich fortschreite, umso mehr strecken sich die Dinger. Finde ich nicht ganz so geil, muss ich sagen. Das größte Problem, was ich damit habe, ist aber, dass das Highlight am Anfang des Dungeons ist mit dem Boss und nicht gegen Ende. Töte das Dressvieh! Mit seiner scheiß Regeneration, ja, zack! Wenn er wenigstens kontern könnte, ne?
Also das ist auch ein bisschen Bullshit-Mechanik, dass man bei jedem Konter dann diesen Regenerationsbonus bekommt. I'm ready. Nee, das brauche ich für Dark. I'll take you all on. Look. Hier, dieser Angriff ist quasi für die Katz. Ich hätte mehrfach Treffer machen können. Aber okay, es geht ums Prinzip. Go. Töte ihn einfach. Töte ihn einfach. Töte ihn. Töte ihn. Scheiß Regenerationsfähigkeit. Total OP. What the fuck? Der darf für jeden Treffer, den er kassiert, in einmal kontern? Verschwinde, ich will dich nicht mehr sehen. Danke. It's over. Ja gut, ja, wir machen noch eine kleine Level-Session. Ist mir scheißegal, wie lange die Folge geht. So, die war voll. Die noch nicht. Das da oben, das kann ich noch nicht kriegen, warum auch immer. Hilfsfähigkeiten. Oh, Hilfsfähigkeiten-Slot. So, und hier kriegen wir einige Fähigkeiten. Ich habe 207 Stärke. Ich gehe mal auf Verteidigung. Oder Stärke, Verteidigung, Stärke, Verteidigung. Ich will eigentlich immer so 50 Verteidigung weniger als Stärke haben. Das passt dann, denke ich, ganz gut. Was haben wir hier? Vergelten. Versuche physischen Schaden an einen einzigen. Je mehr Schaden der Benutzer in der vorangegangenen Runde erlitt, dann desto. Oh. 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 Bollwerk. Alle Angriffe auf sämtliche Verbündete werden eine Runde lang blockiert. Der Benutzer stirbt nach einer Runde. Okay, Last Resort Angriff. Kann man das nicht abusen? Echo belebt die ganze Zeit wieder und man zaubert Bollwerk. Anhäuft. Erleidet drei Runden lang keinen Schaden. Nach Ablauf der drei Runden wird die Summe des erlittenen Schadens angewandt. Okay, wenn es knapp ist und man sicher ist, dass man nach den drei Runden gewinnt, kann man auch machen. So. Ja, das will ich eigentlich auch ein bisschen ausgeglichen stellen. Bewegung hat sie jetzt 20. Ich gehe mal auf Ausweichen. So, was ist das? Omni provozieren. Alle feindlichen Ziele werden drei Runden lang fast ausschließlich dem Benutzer. Ah, okay. Ich habe kein FP mehr. Kann ich mir irgendwas leisten? Nein. Irgendwas in der bändigeren Klasse? Erhöht Magie von einem einzigen Ziel und 20%. Ja, gegen Bosse kann ich das auf Dagmar zaubern. So, okay. Da waren wir voll. So. 340, 170. Hier ist einer mit 250. Okay. Denke, das machen wir in die MP rein. Und die beiden ballern wir in TP. Das auf jeden Fall. Die Frage ist, lohnt sich 170 in TP noch bei 3,7? Eigentlich schon, ne? Der braucht nicht gar nicht so viel MP. Wenn er 250 dazu bekommt, ist er auf 650. Ja, ja, können wir in TP reinstecken. So. Ihm ballern wir das in Stärke, weil er noch nicht 200 hat.
So, Fähigkeit. Verursacht physischen Schaden an allen Zielen. Das ist eine Fähigkeit, die ich gesucht habe für ihn. Weil sowas hat er noch nicht. So, und er ja, macht auch Ausweichen. Das ist der geringste Wert. So, opfert das Leben des Benutzers, um einen Verbündeten mit den aktuellen TP des Benutzers wiederzubeleben. Okay. Ein etwas schlechter Heilzauber. Eine Hilfsfähigkeit. 40% erlitten physischen Schaden mit einem neutralen Angriff zu 40% ist anständig. Bewirkt einen zufälligen Heilzauber an einen. Wieso zufällig? Kriegst du irgendwie einen Heilzauber noch? Das wäre ja ganz cool. Doppelschlitzer. Ne, das sind die ganzen. Oh, jetzt komme ich zu den geilen Fähigkeiten. Ich habe genau 0 FP. Aha. Okay. Dogma, jetzt wird's interessanter. So, wir gehen auf jeden Fall. So, das ist ein 280er. Ein 310er. Ein 340er. Ein 370er. Dann würde ich sagen, den 310er. Den stecken wir in MP. Haben wir 1000. Okay, ich hatte schon die Befürchtung, dass es ein Limit von 999 gibt, aber gibt es nicht. So, die restlichen stecken wir alle in TP. Das stecken wir in Magie. Du bist noch unter 200. So, da sind die ganzen krassen Zauber jetzt. Okay, kann ich nicht mehr holen. Auch nicht, auch nicht. Gucken wir mal unter Schamane. Das kann ich mir leisten. Nehmen wir mal rein. So, Echo. Stellt 10% der maximalen MP wieder her, wenn physischer Schaden. Okay, noch mehr Sachen herstellen. Diese ganzen Fragezeichen. Da muss ich bestimmt irgendwas in der Story noch für erledigen, damit ich das bekomme. Ja, Treffsicherheit braucht Echo nicht. Dann kann ich Glück nehmen. Bewegung ist eigentlich auch top. Treffer braucht er halt nicht, weil er physisch nicht angreift. So, 340, das wird das gleiche wie bei Dagmar sein, ne? 340, da sind wir knapp über 1000. 170 stecken wir, denke ich, in TP. Das sind seine einzigen blauen Felder, ne? Ui. Er hat auch ein bisschen mehr TP als Dagmar schon, ne? Ja, okay. Machen wir. Das nehmen wir als MP-Feld. So, höchsten Slot. MP kosten um 5. Das kostet 300. Okay, das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Stellt sämtliche TP bei einem einzelnen. Jo, kann ich mir auch nicht leisten, Mann! Was ist das hier? Oh, stellt eine große Menge TP bei allen Zielen wieder her. Ja, das ist auch top. Jetzt haben wir nur noch 44. Hier können wir mal beim Bändiger gucken, ob da irgendwie was Vernünftiges. Temp. Hört Magie von. Jo, nehmen wir. Ich kann diese ganzen Fähigkeiten eigentlich Feuer freischalten, ne? Das kostet alles nicht so viel. Das können wir. Mut. Stärke. Oh, das kann er auf Alex zaubern. Ja, Echo wird ein krasser Supporter. Okay, machen wir mit ihr weiter. Erstmal die blauen Felder angucken. 310. 170. Da ist noch eins. 340. Sie ist nicht so. Sie ist so ein Hybrid, ne? Okay, wir machen mal den 310 in MP rein. Die 310 hauen wir in MP rein. So, das hauen wir auf jeden Fall in Stärke.
Oh, ein Fünfer. Treffer. Das da oben hat sie alles. TP. Ich habe nur noch 29 FP. Kann ich wahrscheinlich hier irgendwas lernen, ne? Ah, ist alles so ein bisschen mehr. Okay. Wie sieht es bei Ihnen auf? Er hat eigentlich genug MP. Er braucht nicht so viel, ne? 340 und 310. Ja, 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 das können wir so lassen. Der lernt jetzt reichlich Fähigkeiten. Was cool ist. Eigentlich muss ich das in die Gruppe reinnehmen, oder? Das Ziel hat eine Runde lang eine Schwäche gegenüber Feuerangriffen, Eisangriffen oder so weiter. Das kann ich super mit Dagmar kombinieren und Apache ist schneller als Dagmar. Das kann ich doch super abusen. So, dann nehmen wir hier alles rein. Erhöht die Chance, dass Feinde am Ende des Kampfes Item... Ui! Ist auch nicht schlecht. Dafür brauche ich 180. Das kann ich nehmen. Ja, ich mache mal 2 in Bewegung, auch wenn Treffer weniger hat. Dass er auf jeden Fall schneller als Dagmar ist, oder? Dagmar, wie viel hat Bewegung? 20 zu 28, okay. So, Alicia. ...310, dann geht die auch so auf 1000 MP. 170, sie ist ja auch eine Magierin, 340. 340 machen wir da, denke ich, MP, dann ist sie auch bei 1000. Das passt, denke ich, sehr gut. Magie hoch. Was ist das Geschenk? Generiert einen dauerhaften KP. Das ist nicht schlecht. Ergänzung. 30% scheint direkt nach einer Runde des Benutzers erneut am Zug zu sein. Mhm. Zeitenfall. Beschwört Helikon das Schützenastrea auf das Schlachtfeld. Es besteht die Chance, dass sämtliche Ziele sofort getötet werden. Ah ne, das ist das da unten, was ich noch nicht freischalten kann. Oder doch, das kann ich freischalten. Es ist kein Fragezeichen wie... Und doch, es wird beschrieben. Hochfahren stellt den Ausgangszustand des Ziels vom Beginn des Kampfes wieder her. Ah! Das ist etwas, was ich wissen wollte. Wie man positive Zustände ändern kann. Ah, ich habe nicht genug FP, okay. Dann bleibt nur noch Kress übrig. Kress hat genug MP für das, was sie tut. Dann gehen wir mal hier ein bisschen. Weil ich bewegt einen zufälligen Umbre-Zauber in ein. Oh, Dunkelheitszauber, sehr schön. Verursacht großen neutralen Schaden. Neutralen Schaden. Und die Steigerung davon. Ich gehe mal ein bisschen mehr auf Stärke jetzt durch den Dunkelritter-Job. Er braucht die nicht mehr so viel Magie. Machen wir bewegen. Verteidigung. Die ist grottenschlecht bei ihr. Brauche ich 130 für. Allen ziehen. Oh, auch nicht schlecht. Die Frage ist, braucht man dafür Stärke? Es ist ein Dunkelritterklasse. Ich glaube, ja. Nicht Magie, sondern Stärke. Okay, Leute. XXL-Folge. Aber wir machen beim nächsten Mal weiter. Haben noch einiges vor uns. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.